wo muss ich jetzt nächstes hin? Fällt aber ganz schwer. Willkommen, verehrte Gäste. Was kann ich für euch tun? Wir sind auf Einladung des Magistrats hier. Ein Daria Samfode und Estinien. Ja, richtig. Der Magistrat hat eure Ankunft bereits angekündigt. Was für eine außerordentliche Ehre. Bitte gestattet mir, euch nach innen zu geleiten. Eure Freunde sollten ebenfalls in Kürze eintreffen. Juhei! Wo muss ich sagen? Mir fehlt Emmerich. Ja, also ein bisschen fehlt mir Emmerich. Aber Drachi! Drachi 2.0! Du und deine Emmerich. Ja, lass mich! Ihr habt euren Graha die ganze Zeit da an der Backe. Ich sehe meinen Emmerich überhaupt nicht. Oh, habt ihr auf uns gewartet? In dem Fall. Wie ich sehe, sind alle unbeschadet so schnell und wieder bei Kräften. Dank eurer Bemühungen zweifelsohne. Die Tinkturen von Rasatans Alchemisten sind wahrlich einzigartig. Bitte, da gibt es nichts zu beschönigen. Irgendwann gewöhnt man sich an den Geschmack. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ihr nie wieder in den fragwürdigen Genuss kommen werdet. Mhm. Puh, ich bin endlos erleichtert, dass niemandem etwas zugestoßen ist. Ehren wird der Bund der Morgenröte. Lasst mich abermals meinen Dank aussprechen. Ihr konntet den Gefahren des Turmes trotzen, ihn gar auslöschen und die Gefangenen erretten. Nicht nur das, ihr habt ihre Seelen auch von dem Fluch befreit, der auf ihnen lastete. Worte vermögen schwerlich zu beschreiben, welch bemerkenswerte Tat ihr vollbracht habt. Es beschämt mich, euch im Ausgleich nicht viel mehr als die Seelenwächter bieten zu können. Dafür soll euer Bedarf um das Hundertfache gedeckt sein. Der Dank Razatans ist euch auf ewig gewiss. Überall im Land arbeiten die Alchemisten ununterbrochen an der Synthese der Talismane. Aus jeder Ecke Tafnäas werden sie zum Tiegel von Alchimia gebracht. Bitte lasst euch dort angemessen honorieren, ehe ihr weiterreist. Auch wir danken euch zutiefst. Die Kunstfertigkeit und das Geschick Razatans wird ein erheblicher Vorteil in den Schlachten sein, die noch vor uns liegen. Es beschäftigt mich schon die ganze Zeit, aber das sind doch eure Schuppen, oder nicht? Ihr müsst schreckliche Schmerzen haben. Autsch. Verglichen mit dem, was dieses Land und seine Leute ertragen müssen, ist mein Schmerz nur ein kleiner Preis. Die wachsen noch nicht nach. Die Wirren des Drachenkrieges haben mir gezeigt, wie komplex die Beziehungen zwischen Drachen und Sterblichen sind. Und gerade ihr, einer der sieben hohen Drachen, eure Geschichte mag eine andere sein, doch wie viele Tragödien habt ihr miterlebt? Wie viel Leid schon ertragen müssen. Diese Musik! Und dennoch habt ihr uns, die Sterblichen, nie aufgegeben. Ich brauch CDs. Ganz viele davon. Als jener Krieg seinen blutigen Anfang nahm, weilte ich bereits unter den Kindern Razatans.
In der Ferne mögen scharfe Speere durch Schuppen und zornige Klauen in weiches Fleisch bohren. Doch wie könnte ich jene hassen, die mir Tag für Tag mit einem Lächeln begegnen? Letztlich vermochte mich nicht einmal der Zorn meines eigenen Bruders zu berühren. Ich harrte hier, stumm, regungslos und verzweifelt darauf hoffend, dass mein Vermächtnis überdauern möge. Ich frage mich eher, warum pflanzen sich die Drachen nicht fort? Magistrat, ihr strebt nach Frieden, nicht wahr? Gestattet mir noch eine Frage. Das Ziel der Teloforoi ist die Herbeiführung der letzten Tage. Eben jenes Ereignis, das kurz vor der Spaltung des Ursprungs in 14 Welten stattgefunden hat. Als hoher Drache könnt ihr auf ein langes Leben zurückblicken. Wisst ihr etwas über diese Katastrophe? Es schmerzt mich, euch enttäuschen zu müssen. Als unser Vater vor dem Krieg floh, der seine Heimat plagte, waren wir Kinder lediglich Eier in seiner Obhut. Als er diesen Stern fand, war er bereits gespalten. So erzählte man es mir. Mein Vater selbst kann von diesem Ereignis demnach keinerlei Kenntnis haben, sofern Heidelin es ihm nicht zugetragen hat. Verstehe. In dem Fall bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als weiterhin bei ihr nach Antworten zu suchen. Frag doch Drachi! Drachi ist immer da. Wenn du so seid. Ich sehe schon wieder alle nicht wie der Drachi. Ihr gedenkt, den Willen des Planeten selbst zu ergründen? So kann ich euch doch behilflich sein. Vor langer Zeit, als ich selbst erst wenige Jahre zählte und nicht mehr als ein Welpe war, fragte ich meinen Vater, weshalb er gerade diesen Stern zu unserer Heimat erkoren habe. Und Midgard Sommer sprach, denn dies ist die letzte Hoffnung, die verbleibt. Solange Heidelin standhält, steht auch den Drachen eine Zukunft offen. Er wählte seine Worte mit Bedacht. Und ich entsinne mich noch heute ihres ernsten Tones. Doch ihre Bedeutung blieb mir verborgen. Verschließt sich jene Wahrheit auch vor mir, so steht eine Sache doch ohne Zweifel. Welcherlei Absichten Heidelin auch hegt, mein Vater schenkt ihr sein volles Vertrauen. Wer war nochmal sein Vater? Gassommer? War das sein Vater? Ich danke euch für diese wertvollen Einblicke. Oder der andere da. Wir werden sie im Herzen tragen, bis auch die letzte Schlacht. Wohin war da noch die Rede von? Nein, nicht die Musik entlassen. Wenn alle Fragen geklärt sind, sollten wir unsere Seelenwächter abholen und weiterziehen. Der Feind schläft schließlich nicht. Wenn ihr uns nun entschuldigen würdet, zögert jedoch nicht, erneut Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn ihr Unterstützung benötigt. Einen Moment noch, bitte. Ultra. Ja. Mein Vater sprach von jemandem, der seines Respekts würdig ist. Eine Heldin. Das seid ihr. Ja! Drachi mag uns. Ja, okay. In der Tat. Mein Drachi. Also doch. Mir wurden vielerlei Gerüchte zugetragen. Sowohl aus sterblichem Munde als auch aus den Kreisen meiner Geschwister.
Mir gefällt der Gedanke, dass mein Vater einen Pakt mit einer Sterblichen eingegangen ist. Und doch lastet der Schatten der Sorge auf mir. Dies ist nur mein Eindruck, aber das Wechselspiel von Macht und Schicksal scheint dich auf all deinen Wegen beständig zu begleiten. Das ist Segen und Fluch zugleich. Doch die Wogen der Bestimmung werden dir keinen Frieden lassen. Sie zeigen sich als eine Herausforderung nach der anderen und stellen dich wieder und wieder auf die Probe. Und vergiss dabei nie deine Gefährten. Wie oft schon wurden sie im Feuersturm deiner Taten verschlungen. Was vor mir schwimmen, oder was? Echt? War das Simon Rieder? Oh, Popolimo. Geh mir weg mit der Frau. Ich kann die nicht ab. Ach, die mochte ich auch nicht. Wie hieß er nochmal? Hochefant? Torschefant? Olifant? Ich hab keine Ahnung. Wovor? Hochefahr? Ich hab keine Ahnung. So schütze sie. Hemsworth. Bewahre sie. Denn irgendwann wird die Flamme der Freundschaft zu einem Fanal der Stärke. Okay. Ja, ich werde sie auf die Reihe kriegen. Es steht mir, ich kann ja einfach. Die französische Aussprache ist nicht meine. Verbringe ich meine Tage doch im Verborgenen. Doch vermag ich nicht zu zählen, wie oft ich meine Brüder und Schwestern trotz ihrer unbändigen Macht mit tiefem Leid ringen sah. So bitte ich dich, hier und heute, gib nicht auf. Lasse das Leid zu deiner Stärke gedeihen und schütze all jene, die dir am Herzen liegen. Was tue ich denn? Ich versuch's doch. Verzeiht die Störung. Ihr seid noch mitten im Gespräch, nicht wahr? Gleich fertig. Wir wollten nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Du bist noch nicht nachgekommen. Leute, muss ich euch jetzt immer sagen, wann ich wo bin? Bitte verzeiht meine Redseligkeit. Ich lasse eure Heldin alsbald. Nein, ich will beim Drachen bleiben. Ich möchte einen Drachen haben. Vielleicht hätte ich Fotos und Drachenkuschel hier aufschreiben sollen. Dich nach der Schlacht das Lächeln derer erwartet, die du mit Leib und Seele zu schützen strebst. Ich will einen Drachen haben. Wenn es so ein Kuscheltier ist. Wo ist Luft denn? Ich bin so ein richtiger Stalker. Immer noch da. Ich bin nicht so ein richtiger Stalker. Ich will nicht so neugierig sein, aber worüber hast du mit Rutra gesprochen? Wie die Geschehnisse im Turm? Frag einen, ob sie den macht. Nein, es geht ja darum, um ein Stofftier. So ein Merch. Drachi. Weißt du? Ich suche ja immer noch, der mir Emote zeigt. So ein Drachen-Katzen-Emote. Das wäre geil. So ein Drache mit Katzenohren und Katzenschwanz. Wieder was in den FG-Chat. Mir reicht's jetzt. Oh, was war denn jetzt schon wieder? Nee, schon wieder los, Luna. Fragt den Weihnachtsmann. Mappa. Gibt den Weihnachtsmann nicht. Ich weiß ganz genau, dass Frutus mir die Geschenke kauft. Er hat dir also einen persönlichen Grasschlag gegeben? Verstehe. Die anderen waren im Kegel von Alchemia auf uns. Lassen wir sie nicht länger warten.
Ich habe mich bereits im Tempel nach dem Weg erkundigt. Als erstes kommen wir an Haspel vorbei, den Seidenraupenfarm. Die ist nicht weit von hier. Meinst du, es gibt ihn nicht? Mappe, also du hast jetzt nicht ernsthaft nur auf einen Weihnachtsmann geglaubt, oder? Wirklich. Weil viel Spaß im Unterricht. Dann heißt das nicht spoilern, was ich dann. Was jetzt was in der Story passiert? Nö. Also, aus meiner Sicht ist es tatsächlich kein Spoiler. Ich meine, ich habe es ja bei dir aufzugelassen, was du hier reinschreibst, also. Dann komm zu mir, Luna. Oder zu uns. Komm auf die gute Seite der Katzen-Cookies. Wollte eigentlich was anderes, aber nein. Wir sollen dem Weg hier links von der Seidenraupenfarm folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Seidenraupenfarm. Hui. Was denn jetzt? Achso. Gummikett. Hüpfen hier und dort und überall. Ganz harte Spoiler, das können dann verschiedene Storys sein. Aber verstehe ich, das ist echt nervig. Ja. Weißt du, rein theoretisch, du könntest das schreiben und es könnte Spoiler aus jedem Film sein, es könnte aus irgendeiner Serie sein. Du weißt doch trotzdem nicht, auf was es bezogen ist. Vor allem, jetzt stell dir mal vor, du hättest einfach über eine Serie tatsächlich geredet. Ne? Mit der FG zu interagieren und direkt ist das wieder falsch. Wenn ich nichts sage, ist es auch falsch. Auch wenn du das vielleicht nicht gern hörst, aber dann ist es vielleicht die falsche FG. Dann sind es vielleicht die falschen Menschen, mit denen du da in der FG bist. Dann solltest du dir vielleicht doch überlegen, vielleicht mal in eine FG zu gehen, wo nicht wegen jeder noch so kleinen Kleinigkeit, egal ob es witzig ist, egal ob es hilfreich ist oder sonstiges, angemeckert wird. Angemeckert wirst. Was ist bei den Simpsons, wie es bei den Simpsons weitergeht. Jetzt musst du nur noch herausfinden, welche Staffel, welche Folge. So, da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Wir sollen ein Tor passieren, von dem aus eine Treppe nach unten führt. Das müsste dieses Tor sein. Rathadan ist das reinste Labyrinth. Man verläuft sich hier unentwegt. Ich fand Crystarium schon... Crystarium schon kompliziert, aber das hier... Vielleicht liegt es aber auch an all den ungewohnten Farben und Verzierungen. Probieren wir unser Glück und schauen, was uns am Ende der Treppe erwartet. Also ich muss tatsächlich sagen, die Stadt hier finde ich noch verwirrender als Limsa und Crystarium zusammen. Das wird schon was heißen. Ich finde mich in beiden steht nicht zurecht. Nein, das ist die falsche Tür. Den wir jetzt hier auch im Chat ansprechen. Eigentlich schreibe ich sowas nur mit jemandem im Privat. Aber das war gerade einfach so verdammt normal. Alles gut. Luna, oder allgemein. Man kann hier auch über Probleme reden. Wie gesagt, gut, wenn es dann in die politische Richtung geht oder, ne, was gewisse ethnische Hintergründe und so weiter angeht. Ist immer so ein bisschen speziell. Kann man auch drüber reden. Je nachdem, wie es läuft, ne. Wie gesagt, vorhin zum Beispiel mit Corona ist hier Tabu. Weil da ist einfach zu viel. Aber wenn sowas zum Beispiel ist, ey, schreib das hier rein, wenn du es reinschreiben möchtest. Ist alles in Ordnung. Wir hören dir auch hier zu. Und das solltest du eigentlich von Anfang an schon wissen. Das habe ich dir damals schon gesagt, wo du in den Chat kamst. Wo ich dich gerade kennengelernt habe. Also, alles gut. Wenn dich das belastet, dann redest du hier drüber. Dann versuchen wir dir irgendwie zu helfen, jetzt mit zuzuhören. Alles in Ordnung. Zumindest meine Sicht. Aber ich gehe mal von aus, die Mods sehen das genauso. Und alle anderen wahrscheinlich auch. Wir sind am Etikettenplatz. Das passt genau zu der Wegbeschreibung, die wir bekommen haben. Wenn wir den breiten Torbogen auf der anderen Seite des Platzes durchqueren, sollten wir zum Tiegel von Alchemia bekommen. Den staatlichen Alchemiewerkstatt.
Die anderen sollten die erste Ladung an Seelenwächter erhalten haben. Ich bin gespannt. Komm, gehen wir. Ich gehe mal von aus, das Ding ist immer noch kaputt, ha? Ja. Ich will einmal kurz reparieren, auch wenn es vielleicht nicht nötig ist. Mehr Wumpe. Machen wir trotzdem. Wieder Mückenstich. Ich dreh durch, ne? Ich hab echt im Hinterkopf so einen scheiß Mückenstich. Ich dachte, die Viecher sind mittlerweile über den Jordan gegangen. Wenn ich jetzt sag, der und der Schar kommt wieder, dann könnte ich es verstehen. Aber so... Ja, wie gesagt, ich empfinde das halt überhaupt nicht als Spoiler. Weil das kannst du halt auf so vieles beziehen. Wenn Etherid wie ein Yulmor damals, den konnte man ja auch erst später harmonisieren. Ja, ist genau das Gleiche. Ich gehe mal von auch das, aus, dass auch da, wo der Etherid von Luna hin wollte, der ja da in diesem unteren Bereich, in diesem, ich sag jetzt mal, Urwald steht. Ich gehe mal von aus, dass das auch wie bei Yulmor ist. Da gab es ja auch die Ebene, die einmal unten war und dann die später nach oben ging. Ich gehe mal von aus, dass das genauso sein wird. Die Kids wissen, dass sie bald wieder in die Schule müssen. Ja, stimmt. Wobei, sind gerade Ferien? Nee. Na doch, Wochenende. Ferien dauern, glaube ich, jetzt, ne? Ich habe das mit den Ferien nicht mehr so auf dem Schirm. Ferien waren, glaube ich, erst. Aber stimmt. Spoiler, ihr müsst am Montag wieder zur Schule. Wir freuen sich bestimmt alle. Ah, wie sie, hast du den Weg hierher gefunden? Sehr gut. Ja, wo soll ich denn sonst lang? Ihr führt mich durch hier die ganze Ecke lang. Habt ihr die Seelenwächter? Werde ich in der PN auch noch vorgespannt, dass ich ja sowas nicht in den FG-Schritt schreiben soll und so weiter. Bin gerade echt am überlegen, die FG zu verlassen. Nehme ich los und ich kann keinen mehr spoilern. Wie gesagt, eventuell ist es halt wirklich einfach die falsche FG. Weil ich meine, es ist ja nicht das erste Mal vorgefallen, dass sowas kommt. Das ist ja immer und immer und immer wieder, was du mir jetzt so berichtet hast. Und für mich sind das einfach Idioten. Entschuldigung. Weil wenn sie sowas als Spoiler sehen und dich wegen jeder Kleinigkeit ankacken, sorry, aber da habe ich halt überhaupt kein Verständnis für. Dann lieber in eine FG gehen, wo ne, Leute sind, die in Ordnung sind, wo das halt, ne, die da halt einfach das als Spaß sehen oder, ne, die nicht so solche Vollidioten sind. Dafür Vollpfosten, ja eben. Ganz ehrlich, in so einer FG würde ich mich halt überhaupt nicht wohlfühlen. Ich glaube, da wäre ich direkt so in einer Woche schon wieder gegangen, wenn das so schlimm gewesen wäre bei mir. Das ist halt auch der Grund, weswegen ich meistens zwei eigene FGs gegründet habe. Ich hasse andere FGs meistens. Gut, ich habe jetzt in Lotro, wie auch in FF14, habe ich halt zwei gute gefunden, wo die Leute halt auch echt nett sind. Aber du kannst halt auch echt an Scheißleute geraten, ne? Habt ihr die Seelenwächter? Gerade abgeholt, während wir auf euch gewartet haben. Ach ja, ach, das ist ja synchronisiert. Entschuldigung. Auf jeden Fall genug, um eine komplette Kompanie damit auszustatten. Unglaublich, in welch kurzer Zeit sie diese Arbeit bewerkstelligt haben. Die Alchemisten von Razzatan machen ihrem Hof wahrlich alle Ehre. Wenn wir die Seelenwächter in Eorzea und im fernen Osten verteilen, können die Türme dort genauso bekämpft werden, wie wir den Turm von Sott in die Knie gezwungen haben. Oder wir widmen uns gleich dem Kaiserreich. Die Teleforoi nutzen Garlemald schließlich als ihr Hauptquartier. In jedem Fall können wir diese Entscheidung nicht treffen, ehe wir uns mit den Vertretern der Föderation und der östlichen Verbände beraten haben. Tja, es sieht so aus, als müsste ich mal wieder von Land zu Land streifen und mir den Mund fusselig reden.
Erlaube mir, dir bei dieser Aufgabe zur Hand zu gehen, damit du nicht alle Last allein auf deinen Schultern tragen musst. Dann mache ich mich auf nach Osten. Von hier aus kommt man ohnehin gut nach Bosia und Dalmaska. Und über das Verbindungsnetzwerk der domanischen Shinobi erreichen wir auch König Hien. Das klingt doch nach einem guten Plan. Dürfen wir dich darum bitten, die Seelenwächter unterdessen zu Baldesions Gelehrten zu bringen? Warum kann ich nicht? Wartet, bitte! Na. Alles gut, Luna. Kannst du jederzeit machen. Wir dienen manchmal auch als Seelsorge. Lidana, du bist schon wieder bei Kräften? Das bin ich. Und mein Pfleger hat mir zugetragen, dass mich eine gewisse junge Frau vom Bund der Morgenröte von den Spuren der Besessenheit befreit hat. Nach der Heilung habe ich offenbar geschlafen wie ein Stein. Als ich erwacht bin, hieß es, ihr wärt noch hier. Da bin ich natürlich sofort losgelaufen. Lidana war nur eine recht kurze Zeit im Inneren des Turms gefangen, nicht wahr? Das kann ich im Handumdrehen heilen, habe ich mir gedacht. Noch ehe wir beim Megaduta-Tempel sind. Ah, ihr wart es also. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Euch allen tatsächlich. Für das Bezwingen des Turms. Für die Rettung meiner Freunde. Dafür, was ihr für ganz Tafnia getan habt. Ich werde diese Taten immer in meinem Herzen tragen, meine Freunde. Und doch frage ich mich, wer nun wessen Retter ist. Die unvergleichlichen Künste der Alchemisten, kombiniert mit eurer nimmermüden, optimistischen Führung, haben die Seelenwächter erst möglich gemacht. Und sie werden nunmehr hinaus in die Welt getragen, um die Flamme des Widerstands zum Lodern zu bringen. Was? Ist das denn die Möglichkeit? Jop. Ich bin eben erst erwacht und ich hatte ja noch nicht einmal Zeit, mich zu erkundigen. Die Seelenwächter. Und genug für die ganze Welt. Dann hat sich ja wirklich alles gelohnt. Alles. Ja. Wie wunderschön. Die Blume hat gänzlich die Farbe gewechselt. Das ist wirklich erstaunlich. Was hast du da? Eine Blume, die in Herzen blicken kann. Wie ungewöhnlich. Reagiert sie wohl auf das Akasha? Was meint ihr? Nun also, das Akasha ist ein Konzept aus den alten Lehren der Alchemie Razzatans. Es ist eine der unsichtbaren Mächte. Sie ist die Kraft, die von Gedanken und Gefühlen bewegt wird. Was ihr beschreibt, klingt wie eine Art von Äther. Solche, die nicht mit diesem Konzept vertraut sind, bezeichnen Akasha oft als Äther. Aber wir machen da einen Unterschied. Äther ist die Kraft, die dem Land innewohnt. Sie erfüllt jede Kreatur und jeden Gegenstand. Ja, sie ist selbst in der Luft und der Atmosphäre, die uns umhüllt. Sie fließt und ändert sich konstant. Im Gegensatz dazu ist Akasha eine Kraft, die für unser Eins unerreichbar ist und dies auch immer bleiben wird. Manche sagen, sie sei den Himmeln entrissen
und allen Lebewesen zuteil geworden. Egal, was wir tun, sie bleibt von unserem Handeln unbeeinflusst. Weder können wir sie steigern noch verringern. Lediglich unsere Gefühle und Gedanken können das Akasha lenken. Und du? Wie oft standest du am Rand der Verzweiflung? Warst erfüllt von der Hitze des Eifers und ergriffen von dem Hoch der Euphorie? Und bist im Rausch an dein Limit gegangen? Du besitzt einen starken Willen. Und das Akasha reagiert auf diese Stärke. Das ist ja ungemein interessant. In unseren Lehren existiert ein derartiges Konzept nicht. Der Äther ist der einzige Quell der Leihmächte. Ich freue mich, dass ihr den Gedanken spannend findet. Doch selbst für uns ist Akasha ein sehr abstraktes Konzept. Es hat keinerlei praktische Anwendung, also wird auch nur sehr wenig Forschung darum betrieben. Ich kann nicht einmal versichern, dass diese Blume tatsächlich etwas mit dem Akasha zu tun hat. Wirklich, es war nichts weiter als ein spontaner Gedanke. Entschuldigt meinen Redeschwall. Ja, alles gut. Rede du mal. Es gibt nichts, wofür ihr euch entschuldigen müsstet, Nidana. Im Gegenteil, wir haben für eure Eindrücke und Erklärungen zu danken. Nun, wir sollten uns auf den Weg machen. Den Transport der Seelenwächter kannst du getrost uns überlassen. Ich melde mich meinerseits, sobald ich Neuigkeiten habe. Nutze die Gunst der Stunde und ruh dich ein bisschen aus. Vor uns liegt noch ein steiniger Weg.